Grand Theft Auto, Teil 5. Sollte es tatsächlich irgendwen geben, der noch nie von GTA gehört hat? Eben, das dachte ich mir doch. Deswegen stecken wir uns den Einleitungsquatsch mal gepflegt an den Hut und springen gleich weiter. Michael DeSanta führt im Zeugenschutzprogramm des Federal Investigation Bureau ein echtes Luxusleben. Zusammen mit seiner Familie, die ihn abgrundtief hasst, wohnt er in einer Luxusvilla in einer der feinsten Gegenden von Los Santos. Als er jedoch in Geldnot gerät, tut er sich mit seinem Busenkumpel Franklin und dem alten Freund Lester zusammen, um einen Bruch durchzuführen. Dabei kommt ihm Ex-Partner Trevor auf die Schliche, der Michael seit 9 Jahren für tot hielt. Obwohl Trevor und Michael alles andere als erfreut sind, den jeweils anderen wiederzusehen, schmeißen die drei sich zusammen und begehen unter der Planung von Lester eine Reihe von Überfällen. Die Spielmechanik von GTA 5 muss man wohl nicht mehr großartig erklären. Rockstar Games, Open World, Waffen und Autos. Naja, und es gibt jetzt 3 Spielfiguren statt bloß eine, zwischen denen ihr jederzeit bequem hin und her wechseln könnt. Im Vergleich zum direkten Vorgänger GTA 4 hat sich zwar nichts Grundlegendes verändert, aber Rockstar hat ordentlich an den Feinheiten geschraubt. Am wichtigsten, die Fahrphysik der Autos ist nicht mehr so schwammig und die Karossen steuern sich trotz fahrzeugspezifischer Unterschiede viel direkter. Gut so, denn nun kann man vielleicht auch mal eins der illegalen Straßenrennen gewinnen. Hier sehen wir übrigens die Spezialfähigkeit von Autofachmann Franklin in Aktion. Drückt ihr beide Analogsticks runter, verschärfen sich seine Sinne und er schafft die ersten Fahrmanöver. Auch die anderen beiden Figuren haben Spezialfähigkeiten. Michael hier schaltet bei Schießereien, die ebenfalls deutlich besser spielbar sind als im Vorgänger, in eine Zeitlupe à la Max Payne. Kumpel Trevor erhöht hingegen Kampfschaden und Widerstandskraft. Ihre Aufträge holen sich die drei an besonders markierten Orten ab, die ihr über die jederzeit aufrufbare Landkarte von Los Santos und Blaine County findet. Per Wegpunkt und Navi findet ihr Kinder leicht hin. Wir unterscheiden dabei zwischen Story-Missionen, Nebenquests und Freizeitbeschäftigungen. Die Story-Missionen treiben natürlich die Handlung voran und immer wieder müsst ihr Heists, also Raubzüge, planen und durchführen. Das Spiel gibt euch dabei die Grundzüge vor, ihr entscheidet lediglich, wie ihr vorgehen wollt und wer euch begleitet. In diesem Fall hier haben wir keine Crew, die wir anschließend bezahlen müssen, sondern Trevor, Michael und Franklin arbeiten allein. Zuerst geht's ans Ausspionieren der Umgebung. Anschließend beschaffen wir die nötigen Arbeitsmittel, in diesem Fall also einen Militärhubschrauber und ein Mini-U-Boot. Ist alles beisammen, führen wir den Plan durch. Michael setzt Trevor per U-Boot im Meer ab, wo eine geheime Technologie der Regierung getestet wird. Die schnappen wir uns, tauchen auf, lassen uns